Nils Winter, 22.700 Fans am Tivoli, am Karneval, ihr gewinnt 3:1, du machst ein Tor, ist doch ein perfekter Samstag, oder? Kann ich so unterschreiben. Also das war natürlich auch ein Highlight. Wir wussten, was das heute auch für ein intensives Spiel wird, auch von der Atmosphäre her einfach einmalig. Und ich glaube, wir haben das alles aufgesogen und haben das Beste draus gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit. Viele Zweikämpfe geführt, viele gewonnen, viele Umschaltmomente kreiert dadurch und sind dann verdient in Führung gegangen, machen dann das 2:0 durch Anton Heinz, durch einen Freistoß, durch einfach wieder individuelle Klasse, muss man ganz einfach so sagen. Und ja, dann spielt man natürlich deutlich befreiter auf und in der zweiten Halbzeit, glaube ich, haben wir es anfangs auch sehr, sehr gut gemacht. Ja, pressen den Gegner, zwingen ihn zu Fehlern, haben wir direkt ausgenutzt, machen das 3:0 und ja, war dann schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Allerdings, die letzten 20, 25 Minuten war es dann natürlich, dass Oberhausen gedrückt hat, wir wenig zweite Bälle gewonnen haben, wenig Entlastung hatten, auch in den vorderen Reihen, aber ich glaube, heute halt, haben wir viel gekämpft und dann auch verdient gewonnen am Ende. Aber ihr hättet gegen den Tabellendritten was für das Torverhältnis tun können. Ihr hättet 3:0 geführt und ihr hättet danach die Räume, die euch hier geboten wurden, nutzen können. Das ist jetzt zwar was man euch vorwerfen kann, aber nicht muss als Tabellenführer, seid ihr trotzdem weiter siegreich, aber ist das vielleicht was man so ein bisschen mitnimmt? Ja, definitiv. Aber klar ist auch, dass wir wissen, dass es halt sehr, sehr schwer wird von Woche zu Woche. Und wir wollten dieses Spiel heute mit aller Macht gewinnen. Das ist uns gelungen. Und klar, es ist ärgerlich, dass man dann noch einen Gegentreffer bekommt, auch wie der entsteht. Das ist sehr ärgerlich. Aber nichtsdestotrotz bin ich froh, dass wir das Ding gezogen haben. Mehr zählt nicht. Jetzt Karneval, wird gefeiert? Nee, ich denke nicht. Wir müssen uns vorbereiten. Mittwoch geht's weiter. Meine Mom ist zu Besuch und das fällt eher ruhiger aus dieses Jahr bei mir. Alles klar. Super. Danke dir. Glückwunsch zum Sieg. Was war denn heute besonders wichtig, um hier gegen einen starken Gegner den Sieg einzufahren? Ja, ich glaube, einfach hinten defensiv gut zu stehen. Ich glaube, die Arbeit gegen den Ball hat uns ausgezeichnet oder jetzt die generell in der Siegesserie, die wir haben. Das macht uns stark und da mussten wir dran festhalten, dass heute, hat man gesehen, spielerisch, glaube ich, hatten die, ich weiß nicht, wie viel Ballbesitz, aber wir haben gut dagegen gehalten, defensiv sehr gut gestanden. Ich glaube, vielleicht eine Chance zugelassen, ich weiß es gar nicht. Aber ja, ich glaube, unsere Chancen haben wir dann genutzt und deshalb verdient gewonnen. Gibt es auch nochmal Selbstbewusstsein, dass man in so einem Topspiel dann auch relativ souverän den Sieg einfahren kann? Absolut. Also ich glaube, wir wussten immer, was wir können. Hatten nur anfangs ein bisschen Schwierigkeiten, das vielleicht abzurufen. Aber das ist jetzt nicht mehr der Fall, deswegen vertrauen wir da ganz klar in unsere Stärke. Ja. Karneval könnt ihr nicht feiern. Mittwoch steht schon das nächste Spiel an. Was ist denn jetzt wichtig, um dann wieder auf Pokal umzuschalten? Ja, ich glaube, das ist jetzt eine englische Woche, ist immer intensiv. Deswegen muss man probieren, in der Zeit, die man hat, in der Trainingszeit, so gut es geht, zu regenerieren, um dann wieder am Mittwoch fit zu sein. Ja. Gut, danke dir. Danke auch. Ja, Heiner Backhaus, 3:1, Karnevalswochenende, die Stimmung kann so schön sein, aber Sie sagen, nee, war nicht alles so prickelnd, hätte besser laufen können. Ja, wir müssen ja als Trainer dafür sorgen, dass die Leistung gut ist und das führt ja meistens auch dazu, dass das Ergebnis dann gut ist. Wenn man das Spiel ergebnistechnisch betrachtet, dann war das super. Ja, 3:1 Oberhausen zu schlagen, das glaube ich schaffen nicht so viele, aber die Leistung, die geht besser und da müssen wir dann ansetzen und ein Stück weit auch appellieren, denn uns zeichnet eine gewisse Art von Galligkeit aus und die hatten wir nicht über das gesamte Spiel heute. Gerade so ab der 50. das Tor fiel vielleicht zu leicht, das dritte. War danach ein größerer Bruch bis zum Schluss? Also man hat das Gefühl gehabt, die Wege waren weit, aber sie sind nicht mehr so gegangen worden. War viel Platz, hätte man viel ausspielen können? Ja, zum einen ist Oberhausen eine Spitzenmannschaft in der Liga. Da braucht man nicht drum herum reden, die Alemannia in der Hinrunde 4:1 geschlagen haben. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie Laufkundschaft. Aber ich denke, und da geht es mir überhaupt nicht darum, wie auch die Tore fallen. Das war alles super, also auch Pressing und dann Umschaltspiel. Aber ich glaube, dass wir, ich rede ja so oft von Demut, wir dürfen uns nicht besser sehen, als wir sind. Und wir müssen halt um jeden Quadratzentimeter Platz kämpfen. Und in dieser Grundhaltung habe ich nicht alle Spieler gesehen. Deswegen bin ich zwar sehr, sehr erleichtert, dass wir so ein Spiel auch trotzdem gewinnen können, weil das ist ja auch ein Stück weit eine Qualität einer Mannschaft. Aber ich war nicht einverstanden mit jeder Laufleistung der Spieler. Jetzt kommt Karneval, aber auch Pokal. Wie geht die Alemannia dieses Spiel an gegen den Drittligisten Viktoria Köln? Ja, Karneval ist leider ohne uns dieses Jahr. Ich werde mal kurz vorbeischauen am Montag, das habe ich dem Karnevalsverein versprochen, aber ohne uns da irgendwie zu lange zu zeigen und zu trinken etc., das ist verboten, haben wir der Mannschaft auch klar gesagt. Ja, aber
Nö, wir müssen uns jetzt fokussieren. Wir haben jetzt noch 13, 14 Wochen, die wir einfach mal alles dem Ziel unterordnen müssen und den Körper auf Betriebstemperatur halten und permanent immer wieder auch uns erinnern, wie wir Spiele gewonnen haben. Und ich hoffe einfach, dass die Jungs das verstehen. Und wie gesagt, ich bin auch der Erste, denn wenn es nicht läuft und wir machen ein super Spiel, das ist dann vor die Mannschaft stellen. Aber wir müssen schon die Balance bewahren. Das Spiel war heute ergebnistechnisch super. Ja, Stimmung war Weltklasse, brauchen wir nicht überreden. Aber die Leistung geht besser. Was willst du den Jecken Karnevalisten in Aachen? Ja, die dürfen es knallen lassen. Ich will auch nicht als Spaßbremse auftreten, das also seht ihr mir bitte nach. Ich würde mir wünschen, dass ihr das richtig auf die Alemannia heute Abend, dass ihr da richtig die Korken knallen lasst, aber wir müssen uns jetzt konzentrieren, das ist im Moment wichtiger. Alles klar. Ihr könnt aber auch sagen, in der ersten Viertelstunde wurde ruhig und souverän, also von der Körpersprache her auch aufgespielt, wurde aus Balleroberungen die Tore erzielt. So schlecht ist das ja nun auch wieder nicht. Also ich fahre jetzt ein bisschen vor, wie negativ. Na, warum denn negativ? Ich bin kritisch und Kritik ist das glaube ich, das Einzige, was dich besser macht. Wenn man immer nur gutes Feedback bekommt, dann könnte ich ja jetzt erzählen, wie super alles war. Aber ich glaube, wir müssen uns schon richtig einordnen. Und nochmal, es geht hier nicht darum, dass die Kette nicht stabil steht, dass wir da nicht alle Zweikämpfe gewinnen. Aber ich denke, die Kreativspieler hätten schon den einen oder anderen Meter heute mehr gehen müssen, damit das Spiel dann auch so wird, dass ich zufrieden bin, ohne dass das Ergebnis damit überhaupt gemeint ist. Das Ergebnis war top. Denn was die Effizienz anbetrifft, muss ich sagen, ist wahrscheinlich Mike Terranova unzufriedener. Ja, und das ist ja auch logisch, wenn du 2-0 führst im Spiel und dann 3-0 führst direkt, dann heißt, dass du dann weniger investierst. Aber ich möchte das nicht. Ich möchte, dass die Jungs diesen Charakter behalten, um jeden Quadratmillimeter hier im Tivoli zu kämpfen. Das haben die Fans verdient, das haben wir auch gemacht. Nochmal alles gut. Wir haben 3-1 gegen einen direkten Konkurrenten gewonnen, haben ihn komplett auf Distanz bekommen. Sind Spitzenreiter. Das ist auf hohem Niveau, was wir machen. Aber nochmal, wir werden auch Spiele haben, wo wir vielleicht für sowas mal irgendwann mal bestraft werden können. Und das möchte ich schon im Keim ersticken.